Ja, Stille. Was hat dich denn eigentlich zum Schauspiel geführt? Also wolltest du schon immer Schauspielerin werden oder vielleicht als Kind andere Berufswünsche gehabt oder? Nee, ich habe erst, glaube ich, mit 17 oder 18 den Wunsch gehabt, Schauspielerin zu werden. Ich habe aber schon mit 14 angefangen, viel Theater zu spielen. Und der Grund war eigentlich so, das klingt jetzt blöd, aber Lebensmangel irgendwie. Ich dachte halt immer, wenn ich dann Theater spiele, dann kann ich da mehr erleben, als ich in meinem einzigen Leben je erleben werde. Und der Meinung bin ich auch irgendwie heute noch. Und ich meine, natürlich hat das angefangen mit einem ersten Theaterbesuch, natürlich, aber ja, das mit dem Lebensmangel, das war irgendwie schnell klar, dass ich mit dem Theater so vieles nachholen kann. Was hat dich dann wirklich an Stadttheater Ingolstadt geführt? Also ich kannte das Theater schon. Ich habe ein paar Sachen hier gesehen, weil unser Studiengangsleiter Jochen Schölch, der ist ja hier auch ab und zu und macht Stücke. Und durch den bin ich eigentlich so auf Ingolstadt gekommen und habe mir dann aber auch Inszenierungen von Alexander Nährlich angeguckt. Knut Weber war auch dabei, Caroline Stolz, so ein paar halt. Und das Vorsprechen hier in Ingolstadt war das zweite und da habe ich auch sofort zugesagt. Aber das ist auch Bauchgefühl gewesen, glaube ich. Ich kann mich auch an das Vorsprechen lustigerweise natürlich kaum erinnern, weil das war ab dem Moment, wo mir gesagt wurde, so hier, also wir würden Ihnen hier sozusagen eine Stelle anbieten, da war vorbei bei mir im Gehirn. Aber ich habe dann eigentlich den Rest abgesagt und es kam dann natürlich auch noch Vorsprechen rein, weil das Vorsprechen hier in Ingolstadt sehr früh war, am 10. Januar, glaube ich, war das sogar. Und da kamen dann noch ein paar, aber da war dann natürlich klar so, nee, und da bin ich auch sehr happy drüber jetzt. Was begeistert dich am Stadttheater Ingolstadt? Oder findest du hast die richtige Entscheidung getroffen? Ah ja, ich habe auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Das auf jeden Fall. Was finde ich besonders? Oh, okay, das ist aber so ein leidiges Ziel, weil das wird dauernd gesagt, ne? Dass irgendwie das Ensemble so toll ist und dass die Stimmung so gut ist. Das stimmt auch. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ich noch was anderes finde. Aber das ist voll wichtig so und da bin ich auch unheimlich dankbar. So, das habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie erlebt oder hätte nie gedacht, dass es so tolle Kollegen gibt. Und was ich an Theater aber tatsächlich auch so mag, irgendwie ist so ein Theater auch so ein bisschen so ein trauriger Ort. Aber ich finde es schön. Aber irgendwie finde ich es auch traurig. Vielleicht liegt es auch so an den Geschichten, die auf der Bühne stattfinden, tragische, lustige, keine Ahnung, aber irgendwas ist immer in der Luft, was so ein Haus irgendwie immer so traurig macht. Auch jetzt zum Beispiel, das ist hier ganz ruhig. Sobald nicht gespielt wird, ja, Stille. In deinem bisherigen Weg als Schauspielerin, was würdest du sagen, was war deine größte Herausforderung? Nicht gefällig zu sein, auf das zu vertrauen, was man glaubt zu wissen, was man kann, was man will und sich nicht immer so, manchmal labern dich die Leute dann so zu. Und das macht dann überhaupt aber keinen Sinn, was die dann sagen. Und da dann immer hart zu bleiben, zu sagen, nee, so pass mal auf. Und auch Gegenargumente zu finden, präzise, gut, so. Das fand ich eigentlich immer am schwersten. Also das war, glaube ich, so ein Weg, den ich auch an der Schauspielschule gehen musste. Weil ich da ja am Anfang, wie gesagt, sehr so ein kleines Nesthäkchen irgendwie war. Und so für mir viel angehört habe und das alles wieder loszuwerden, hätte ich nie gedacht, dass das dann auch so schwer ist.
das wieder abzuschütteln und sich zu sagen, so ein Bullshit. Ja, also wahrscheinlich sich selbst treu bleiben irgendwie. Und seine eigenen Ziele verfolgen. Vor den großen Premieren oder jetzt auch gerade bei Black Rider, gibt's da was, was du irgendwie machst, um runterzukommen, irgendwie um das Lampenfieber, falls es überhaupt vorhanden ist, zu bekämpfen? Oder? Ja. Sport. Ich muss nach jeder Vorstellung laufen gehen, sonst ist das für mich... da muss so ein bisschen Adrenalin irgendwie raus, sonst ist das irgendwie zu viel. Und was ich auch immer sehr gerne mache, wenn denn dann mal die Probebühne frei ist, da, vor der Vorstellung so richtig schön... Gar nicht mal wegen der, ein bisschen wegen der Stimme, aber so Atemübungen, bisschen Sprechübungen, und da gehört ja auch so viel wie Ausklopfen dazu oder keine Ahnung, was man da alles machen kann. Zungenmassage da irgendwie, gibt ja tausend Atemmassage und dann ein bisschen singen und so. Das mache ich tatsächlich gerne, weil dann habe ich so einen Moment des Ankommens und so einen, irgendwie so einen Fokus auch wieder so, und jetzt geht es dann bald los, und aber irgendwie ist man noch so, hat noch genug Zeit, das heißt, es ist noch kein Stress irgendwie. Das genieße ich dann immer sehr. Und gleichzeitig ist es natürlich immer dann auch ein gutes stimmliches Warm-up oder auch ein ganz körperliches Warm-up für den Körper. Das ist so das Ritual. Also Laufen und dann eben diese ganzen Übungen, von Atemübungen bis zum Gesang. So. Und gibt es sonst noch was, was du außerhalb der Schauspielerei gerne machst? Oder? Tanzen! Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, ist sehr kompliziert, weil wir ja dadurch, dass man oft von 10 bis 14 Uhr probt und dann wieder von 18 bis 22 Uhr, gerade diese 18 bis 22 Uhr, das ist eigentlich genau die Zeit, wo man im Verein spielen kann, wo man tanzen gehen kann, da finden tatsächlich die meisten Kurse einfach statt. Aber das wäre eigentlich so das Ding, das war immer ein großes Thema, das Tanzen. Aber jetzt zum Beispiel, wenn jetzt gerade frei ist, so, dann kann ich das natürlich machen. Und wenn ich dann ein bisschen Geld auf meinem Konto noch habe, dann kann man, ja, dann hole ich mir da meistens irgendwie eine 10er-Karte oder so und dann wird gedanced. Du hast ja, glaube ich, sogar während des Studiums ein Jahr bist du nach Barcelona gegangen, hast du eine Ausbildung gemacht. Was hat dich denn... Ah, okay. Was hat dich denn trotz alledem dazu bewegt, irgendwie neben dem Schauspiel dich auch noch im Tanz weiterzubilden? Oder? Also Tanz war auch so eine Sache, das mochte ich immer sehr gerne. Es war nur immer so, da wurde mir auch immer gesagt, so Tanz, das musst du ganz früh anfangen, weil sonst kannst du das vergessen. Und das war auch in mir immer sehr drinnen. Und ich habe aber dann irgendwann, als ich beschlossen habe, okay, mit Schauspiel und so, habe ich angefangen, in Studios zu tanzen, weil ich das immer total toll fand, wenn Schauspieler körperlich auf der Bühne agiert haben, wenn ich das Gefühl hatte, die können mit ihrem Körper machen, was sie wollen, er macht alles mit. Und ich dachte immer so, Tanzen ist sozusagen das Medium, womit ich das erreichen kann. Dann habe ich aber eine Choreografin kennengelernt, die in Barcelona dann tatsächlich auch Dozentin war, und habe sie gefragt, ob sie nicht mehr mit mir in der Akademie Tanzmonolog machen wollen würde. Und die kam dann auch so, das habe ich dann organisiert bekommen, und das war super, und mit der habe ich halt mal dann drüber auch geredet, so dass es irgendwie mit dem Tanz und dass ich eigentlich nur Lust habe zu tanzen und gar keine Lust mehr habe zu sprechen. Und dann meinte die ja, dann bewerb dich doch mal da in Barcelona. Varium hieß die Schule, und dann habe ich gesagt, ja, okay, und dann habe ich es gemacht, die haben dann gesagt, okay, und dann bin ich zur Studiengangsleitung, und die kam mir dann lustigerweise sehr entgegen, weil ich habe dann gesagt, so, ich gehe. Die meinten, okay, pass auf, wenn du nach einem Jahr wiederkommen willst, do it, so, dann machst du einfach mit dem Jahrgang unter dir den Abschluss. Und ich dachte so, geil, danke, aber Aber tatsächlich bin ich dann wieder zurückgekommen, ja. Aber irgendwie, das war sehr wichtig, glaube ich, das Jahr, weil ich auch schon gemerkt habe, okay, das ist schon das Schauspiel, was mir wirklich am Herzen liegt, und ohne das Tanzen geht es tatsächlich. Aber ich glaube, dieses eine Jahr, ja, das war dieses eine Jahr, das das sozusagen ermöglicht hat, dass ich da ein bisschen loslassen konnte und gemerkt habe, das ist schon nochmal, das ist schon eine andere Schiene. Also diese ständige Körperarbeit, nur Körper, nur. Es ist immer ästhetisch, es ist nie dreckig eigentlich, fast nicht. Außer fällt eine Choreografin jetzt ein, Louise Le Cavalier. Ansonsten ist das immer alles irgendwie so schön und langweilt mich dann auch ein bisschen.
Und ich kann es tatsächlich körperlich nicht so ganz, kann ich da nicht so ganz mithalten. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, ist jetzt egal, ob sie fiktiv oder schon gestorben oder noch lebendig ist, treffen dürftest, wer wäre das? Okay, die erste, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, das liegt vielleicht auch am Tanz, Pina Bausch, aber die würde ich tatsächlich gerne, also wenn ich mich mit ihr treffen könnte, gerne. Aber, I know it, Sarah Leander. So, jetzt ist es raus. Ja, Sarah Leander. Weil, also mein Opa, der war Kameramann und der hat tatsächlich die ganzen Filme von Sarah Leander sozusagen gefilmt. Und ja, irgendwie hatte ich dann so einen krassen Bezug zu dieser Frau. Ich fand die immer sehr spannend, so eine bisschen dievenhaft und keine, aber die hat so eine tolle Ausstrahlung, so eine tiefe Stimme und ich weiß nicht, war irgendwie fasziniert, ich habe gar keine Ahnung warum eigentlich. Aber ich finde, sie singt toll, sie spielt auch, ist halt eine andere Zeit natürlich, aber die hat schon was Besonderes so. Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre das? Eine Sache? Dabei gibt es gerade so vieles. Wenn ich eine Sache ändern könnte, so einfach so Klima, diese Klimakatastrophe stoppen. Das würde ich sofort machen, als erstes. Und dann den Hass aus der Welt bringen. Es gibt so viel gerade. Als abschließende Frage, wurde auch vorher schon ein bisschen angesprochen, du bist ja schon viel rumgekommen. Ich habe gesehen, du sprichst allein 4 Sprachen fließend. Wenn du dir aussuchen dürftest, wo du wohnen willst, wo wäre es? Ja, es wäre wahrscheinlich hier Kanada, Montreal. Kann ich auch nicht sagen, warum. Aber ich glaube, das ist eine wunderschöne Stadt zum Leben. Weil die auch so ein bisschen gelassener sind, aber nicht so ganz gelassen wie die Spanier. Und irgendwie sind die so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber die sind so ein bisschen freier irgendwie. Also wir Deutschen, wir sind schon ein bisschen borniert, finde ich manchmal irgendwie. Ja, und die Natur so drumherum ist schon toll. Und also extrem, also bewundernswert. Das ist, ja. Kanada wäre toll. Und sonst natürlich würde ich gerne in Spanien auch wohnen. Aber erstmal Montreal und dann mal gucken. Achtung!